Der Bundesplatz in Bern war heute Dienstag für einmal nicht nur ein politisches Minenfeld. Das Genfer Internationale Zentrum für humanitäre Minenräumung, kurz GICHD, hat auf dem Platz allerlei Sprengstoffattrappen platziert, um auf die nach wie vor bestehende Problematik der Landminen aufmerksam zu machen. Es ist ein Problem, das immer noch sehr präsent ist in vielen Ländern, 60 Ländern auf dieser Welt. Ein Problem, das humanitäre Auswirkungen hat, aber auch entwicklungshemmend ist. Das Räumen von Minenfeldern ist nach wie vor schwierig und vor allem zeitintensiv. Ein menschlicher Minenräumer schafft pro Tag gerade mal 20 Quadratmeter. Schneller könnte es mit Hunden gehen. Der 6,5-jährige Duke ist so ein Minenräumhund. Der wird frei auf ein kleines Stück eine Spur laufen und eine Mine hoffentlich finden, das verwiesen. Und der wird mit dem Kamera und mit dem GPS verfolgt. Die Minenproblematik ist auch dem Bund ein Anliegen. Verteidigungsminister Guy Parmelin betonte an der Veranstaltung das Engagement der Schweiz. Die Hauptsache ist, dass wir helfen können, die Bevölkerungen wieder nochmal zu leben. Und wir haben Spezialisten, die Armee hat Spezialisten, die sind engagiert und diese Expertise ist sehr gut für alle. Doch der Kampf gegen Landminen bleibt schwierig. Denn auch wenn die meisten Staaten heute auf Landminen verzichten, ist ihr Einsatz bei anderen bewaffneten Gruppen immer noch verbreitet. Und diese davon zu überzeugen, auf Minen zu verzichten, sei mitunter schwierig. Man muss mit diesen Gruppen versuchen zu diskutieren, versuchen zu arbeiten, sie davon zu überzeugen, von Minen abzusehen. Aber es ist nicht immer leicht, sie haben recht. Mit gewissen Akteuren ist es einfacher als mit anderen. Ein schwieriges Unterfangen auch, weil Minen mit 1 bis 2 Dollar pro Stück immer noch sehr billig erhältlich sind.